kümmert euch auch gleich um die hier. Aftyran-Zivilisation getroffen. Wir haben auf Ultan die Gegenwart einer Präraumfahrt-Zivilisation von Aliens entdeckt. Die Schadstoffe in der Atmosphäre und die aus dem Orbit erkennbare leichte Verschmutzung passen zu einer dicht besiedelten Gesellschaft des Maschinenzeitalters. Sie scheinen die Luftfahrt gemeistert zu haben und in ihren Städten befinden sich Fabriken, die in Massenproduktion Waren herstellen. Also Industrialisierung, ja. Wir sollten den Bau eines Beobachtungspostens über ihrer Welt in Betracht ziehen, um sie eingehender zu studieren. Kurz gucken, wo das jetzt ist. Ultan. Da unten. Na gut. Aber wir waren beim Prügeln. Hostile Fleet engaged. Und das nächste. Immerhin hat Stuart mal wieder was gemacht. Was Sinnvolles, anstatt alles zu vergeigen. Zolda 3A ist unbewohnt und tatsächlich auch unbewohnbar. Aber Besucher hat es sehr wohl gegeben. Seine Oberfläche ist übersät mit Zenotaphen, die aus einem Material geschnitten wurden, das es auf dem Planeten nicht gibt. Offensichtlich wurden sie hier von einer künstlerisch geneigten Rasse platziert. Die fließenden Linien der Monolithen stellen geschickt eine derart fantastische Geschichte nach, dass es sich dabei um Fiktion handeln muss. Oder? Zwei Optionen: für die Archive aufzeichnen. Ingenieurforschung geht ordentlich hoch. Oder sie sind wunderschön. Digitale Reproduktionen der Monolithen anfertigen, die es in unserem Reich im Überfluss gibt. Ach, Archive. Ein kleiner Boost für die Ingenieure. So. Eine Korvette hat dran glauben müssen. 179, das sollte auch noch für die reichen, theoretisch. Oder? Hostile Fleet engaged. Ja. Updated. Schön. Ihr geht zurück und repariert euch mal. System Survey complete. Zerstörerklasse. Warum dürfen wir das immer noch nicht? Erfordert einen Raumhafen der Stufe 3. Ah, 450. Müssen wir aber auch bald haben. Konstruieren wir mal ne, tun wir nicht. Wir sehen auch, dass uns Energie fehlt, zumindest in nächster Zukunft. Können wir hier vielleicht was upgraden? Der wird gerade gebaut, der Bewohner. Essen genug da? Na, plus 1. Das heißt, hier umsiedeln ist auch nicht so sinnvoll. Da auch nicht. Ah, arbeitslos. Nee, migriert. Nach Mist. Warum das denn?
Er zieht um nach Whiskard. Hallo, lass das. Warum denn? Wir bauen hier trotzdem schon mal ein Kraftwerk. Könnte natürlich Migration verbieten, aber wo wäre denn da der Spaß? Tura hatten wir schon gecheckt. Hier können wir auch gerade nichts upgraden. Doch, können wir wohl. Da unten, wunderbar, das Kraftwerk. Genug Fresschen da, jawohl. Raumhafen ist auch bald fertig. Kolonisierung zieht natürlich auch ein bisschen was. Kolonisationskosten minus 8. Construction complete. Der Raumhafen ist fertig. Jetzt dürfen wir Zerstörer bauen. Research complete. Robuste Rahmenbedingungen für die Lokalverwaltung werden auf Einzelfallbasis erstellt, um den Bedürfnissen jeder Kolonie zu entsprechen. Na, super. Beseitigung von Vulkanen, Hydrokulturfarm 3, Biolabor, Anführerlimit, Anführeralternativen. Was das ist, weiß ich noch nicht. Anführeralternativen. Vielleicht kriegen wir, wenn wir einen neuen Anführer rekrutieren wollen, da gibt es einmal drei Vorschläge, vielleicht gibt es dann vier. Sozialhilfeprogramme. Zufriedenheit plus 15% gegen 20%ige Energiecredits Ausbeute einbußen und das gleiche mit Mineralien. Ist natürlich auch sehr schön, um anfangs eine etwas aufmüpfige Bevölkerung eines, naja, wie soll man sagen, gewaltsam befriedeten Planeten etwas freundlicher zu stimmen. Dat oder dat? Oder dat? So schwierig. Dat. Erscheint mir sehr sinnvoll. Sehr gut. Einflussbereich. Ah, und wunderbar. Geht direkt hier rein. Sehr schön. So, was haben wir hier? Ein Neutronenstern. Bitte eine Forschungsstation hier errichten. Bitte, danke. Construction complete. Uah. Ein Gouverneur hat ins Gras gebissen mit 74. Naja, es ist ein ordentliches Alter. Gucken wir doch mal. Noch haben wir nur drei zur Auswahl. Baukosten und Baugeschwindigkeit für Blocker. Mhm. Ingenieurforschung, Physikforschung, Sozialforschung plus 10% oder Erfahrungszuwachs als Anführer. Was nehmen wir denn? Den. Ist auch bald voll an der Stelle. Zwei. So ein bisschen im Auge behalten.
established. Ganz kurz schauen, ob wir mittlerweile den Erlass über die System Survey complete. Mineralien, 10%. Wir haben auch genug. Ja, komm. Dauert 10 Jahre. Das machen wir jetzt mal schnell. Um die Produktion von Mineralien zu boosten. Wie viel gibt es denn hier? Derzeit lohnt sich das hier nicht. Vielleicht auf Atura. 2, 4. Nicht der Knaller. Nicht der Knaller. Hier brauchen wir noch einen neuen Gunivär. Gouverneur. 15%, ja, ja, die Blocker haben wir hier gar nicht. Feldproduktion, Nahrung und Hydrokultur. Das ist doch hübsch. Plus 2, wunderbar. Ordentliche Planetengröße. Und euch verschiebe ich mal hier hin. No, das sieht doch gar nicht mal so verkehrt aus. Oh, da ist schon wieder jemand gestorben, oder? Nee, das war sie. Nur noch nicht entfernt aus dem Lock. Flottenbefehl, System erkundet. Dann wirst du die zeitkritischen Projekte mal übernehmen. Wo war das denn noch? Da. Und danach das System bitte erkunden. Vans, 27%. Warum ist das so hoch? Mal gucken, ob er es auch versaut. Ob er es verbockt. Derweil schauen wir uns mal an, ob wir endlich Zerstörer bauen können. Ja. Zumindest einen. Der bastelt hier noch fleißig vor sich hin. Wie weit sind wir denn? 15%. Und danach geht er rüber ins benachbarte Monarchie-System. What the fuck? Das raue Klima hat seinen Tribut gefordert und unser Wissenschaftsteam ist damit gescheitert, weitere Details über Visgards Warhammer in Erfahrung zu bringen. What? What? Toll. Konstruktionsschiff ist gleich fertig und dann geht es in dieses System und dann werden wir diese Geschichten hier mal so richtig ausbeuten.
Construction complete. Gut. Die anderen drei holen wir uns dann später noch, wenn wir wieder genug Mineralien haben. Debris analyzed. Das scheint auch außerhalb unserer Grenzen. Knapp außerhalb. So, was haben wir denn hier bekommen? Blaue Kristallkondensatoren plus 30% Fortschritt. Rumpfgewebe plus 10% Fortschritt. Das sind Forschungen. Ich weiß allerdings jetzt nicht genau, wie sich das auswirkt. Sind wir denn gerade dabei, das zu erforschen? Nein. Ob das dann als Bonus addiert wird, sobald wir das irgendwann erforschen, das weiß ich nicht. Beiden auch noch dazu. Physikforschung, Sozialforschung. Wunderbar. Auch ein schöner Planet. Hostile Fleet detected. Evading Hostile Fleet. Kontinentale Welt. Bäh. Ist nicht so attraktiv, muss ich sagen. Seid ihr wieder Kristallwesen? Nee, Spaceborn Organics. Aber du sollst eigentlich sowieso mal reparieren gehen. Dein komisches Schiff fällt sonst auseinander irgendwann. Wir sind in dieser Reihe doch ein ganzes Stück weitergekommen. Haben die ersten 1, 2, 3, 4, 5 neuen Alien Empires gefunden. Uns ein bisschen ausgedehnt. Mal schauen, was wir in der nächsten Spielrunde finden.